Von außen eher unscheinbar wie eine Fabrikanlage. Das Logo an der Eingangstür, Zift, sagt eher nichts über den Inhalt der drei Hallen aus. Ausgesprochen lautet der komplette Name des gemeinnützigen Vereins Zeitzer Interessengemeinschaft der Freunde historischer Feuerwehrfahrzeuge und Technik. Am Eingang zur ersten Halle erwartet uns das erste historische Feuerwehrfahrzeug. Es handelt sich um eine Drehleiter auf einem Mercedes-Benz-Fahrgestell. Allerdings braucht das Schätzchen noch etwas Liebe. Was muss denn gemacht werden, Sven? Ja, das sind halt alte Fahrzeuge, die wartungsintensiv sind. Es ist mehr Schrauben als Fahren. Und da muss halt öfters mal was überprüft werden, wie jetzt Kraftstoffpumpe oder sonstiges. Ich habe das Fahrzeug ja schon in Betrieb erlebt. Wird er bald wieder rollen? Ja, das ist kein Problem. Der Motor ist jetzt komplett überholt und das sind jetzt so die letzten Einstellarbeiten, die gemacht werden. Der Leiter-Benz gehörte auch zu den Lieblingsmodellen des ehemaligen Gründers. Zusammengetragen hat diese einmalige Sammlung Autohausbesitzer Udo Höfel aus Arnsberg im Sauerland. Er überführte nach der Wende auch diese schwergewichtigen Zeitzeugen nach Treusig. Er gilt als Gründervater des Zift und ist leider 2023 im Alter von 93 Jahren verstorben. Eins fällt beim Rundgang durch die Hallen auf. Es gibt noch jede Menge zu tun. Und das wird wohl Mechaniker Sven alleine nicht schaffen. Beim Rundgang mit dabei Andreas Exler, Zeitzer Stadtrat und zweiter Vereinsvorsitzender des Zift. Er hat eine lange Beziehung zur Firma Höfel. War er sogar Lehrling im Betrieb? Nach meinem Abitur habe ich mir erst überlegt, machst du eine ordentliche Lehre. Die habe ich 93 bei Höfels begonnen, ja, und bin dann da in Arnsberg allerdings gewesen, nicht in Zeitz. Wie viele Mitglieder hat denn der Verein? Also wir sind ca. 5 Mitglieder. Die das sozusagen unterschiedlich handeln. 3 Aktive, die wir hier versuchen, mit Rüdiger Plokowski und Andreas Höfel zusammen einen Teil des Bestandes rollend zu präsentieren und den anderen Bestand, wenn Besuchergruppen kommen, dass wir was zeigen können. Mit Museumschef Andreas Höfel schlängeln wir uns durch die Sammlung und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da steht zum Beispiel eine Mercedes-Benz-Drehleiter, die keinen Dieselmotor unter der Haube hat, sondern einen riesigen Benzinmotor aus einem ehemaligen Mercedes-Benz-Sportwagen. Aber auch viele Fahrzeuge aus dem Krieg oder der Zeit danach sind zu sehen. Erkennbar zum Beispiel an den Standard-Fahrernhäusern, man glaubt's kaum, aus Pappe und Holz. Gleichzeitig auch eines der Lieblingsmodelle des Museumschefs. Das hier ist mein Lieblingsauto, weil es von der Aussage her genau seine Geschichte wiedergibt. Das Ende der Kriegszeit, es gab nichts mehr, es war die letzte Bewegung, es ist das Pappfahrerhaus nur noch drauf. Wer einmal die Gelegenheit hat, es uns gleich zu tun und die Sammlung zu besichtigen, kann zum Beispiel mittels Handy und an den Fahrzeugen angebrachten QR-Codes sich von Udo Höfel etwas zu den Fahrzeugen erzählen lassen. Das Fahrzeug ist in unseren Besitz gekommen, indirekt über den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen. Und deren Standort und die Weitergabe an die Feuerwehr Wierte, Freiwillige Feuerwehr Wierte da vorne. Die haben es weitergegeben an den Hodenhagen Freizeitpark. Da hat das Fahrzeug draußen gestanden, ja, und ist in der Karosserie runtergekommen. Nach so viel Geschichte und Fahrzeugen, die selbst ein Fachmann kaum einmal in freier Wildbahn gesehen haben wird, nehmen wir mit Andreas Höfel Platz auf der schon vorgestellten Mercedes-Drehleiter. Wie sieht denn die Zukunft dieser einmaligen Sammlung aus? Es ist auch finanziell kaum zu stemmen. Wir haben 2 Buffdi-Stellen, die wir gerne belegen würden und würden uns über weitere Vereinsmitglieder auch sehr freuen. Auch im Austausch mit anderen Feuerwehren, auch auf der Basis kann man sicherlich einiges machen. Ein Weg wäre ja die Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren oder Museen.
Eine erste Kooperation in der Richtung, die gab es ja bereits mit einer Sammlung aus Lützen. Die Mitglieder haben eine Feuerwehr, die hier steht, bereits restauriert. Eine Idee wäre, die bereits hergerichteten Fahrzeuge in einer weiteren neuen Halle auszustellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wäre das denn ein Weg für die Zukunft? Ich wäre dabei. Den Platz haben wir, den stelle ich gerne zur Verfügung. Ein paar Fördermittel wären schön und dann kann es losgehen. Es wäre doch sehr schade, diese Ausstellung hinter verschlossenen Türen weiter schlummern zu lassen. Also, wer sich vorstellen kann, hier mitzumachen, ob zum Beispiel als Monteur, übrigens gerade werden dringend Schreiner für die Holzführerhäuser gebraucht, oder als Sponsor und Unterstützer für die weitere Zukunft des Museums. Sie sollten sich doch einfach mal in Treußig melden. Wir von BLK TV werden den weiteren Weg dieser einzigartigen Sammlung begleiten.